Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute möchte ich euch das bereits in der letzten Episode unseres Podcasts vorgestellte Independent-Spielchen Dust vorstellen. Beziehungsweise genauer gesagt ist Dust eigentlich gar nicht ein Indie-Spiel im eigentlichen Sinne. Oder es wird zumindest nicht über den Xbox Live Independent Store verkauft, sondern findet sich unter im offiziellen XBLA-Bereich. Ist durch Microsoft gesponsert, ist aber von der Art und Weise, wie es entstanden ist, durchaus als Independent-Projekt zu bezeichnen. Und zwar ist hierfür ein einzelner Mann verantwortlich. Der hat tatsächlich mit Ausnahme der Akustik, also will heißen der Soundeffekte, dem ganzen akustischen Rambazamba und des Soundtracks alles selber aus der Taufe gehoben. Er hat den Titel programmiert, er hat die ganzen Grafiken und Animationen gepinselt. Und ist seines Zeichens übrigens angeblich in der Vergangenheit vor allen Dingen Trickfilm-Animateur gewesen. Das sieht man im Spielchen ja auch an. Und der Beziehung hat der Mann ganz offensichtlich Erfahrung. Ja, und wie diese kreative, spielegütige Ein-Mann-Armee heißt, das verrate ich euch auch noch gerne. Der gute Mann heißt Dean Dodrell, nennt sich, wenn er Spiele entwickelt, Humble Hearts. Tut so, als wäre er eine komplette Firma. Das ist also irgendwie recht ähnlich wie ich. Ne? Wenn ich den Lego-Spieler fabriziere und so tue, als wären viel mehr Leute daran beteiligt, aber in Wirklichkeit bin es im Wesentlichen irgendwie nur ich alleine und der Herr Nickel. Wir tun immer gerne so, als wären wir 20 Leute. Macht sich einfach netter. Jedenfalls ist es mit Sicherheit keine Schande, wenn man sagt, dass man ein Spiel wie das komplett im Alleingang gezimmert hat. Denn das Ding ist tatsächlich konkurrenzfähig und heimst momentan auf Metacritic höhere Wertungen ein, so im Durchschnitt, als manche super teuren, super millionenschwere AAA-Produktion. Das Geheimnis hinter Dust oder das Erfolgsrezept ist eigentlich relativ simpel und schnell erklärt. Das Ganze ist offensichtlich angelehnt an 16-Bit-Side-Scroller, die das Jump'n'Run-Genre mit dem Adventure-Genre und mit klassischen Brawler-Elementen vereinen. Eine Hochzeit dieses Genres hatten wir, wie gesagt, zur 16-Bit-Zeit auf Mega Drive und Super Nintendo. Ein Revival haben wir auf dem Saturn und teilweise auch auf dem Dreamcast erfahren, aber dann ist es um diese Spielart, vor allen Dingen, wenn es um klassische, gezeichnete Side-Scroller geht, ziemlich ruhig geworden in den letzten Jahren. Umso schöner, dass Dean Dodrell oder wie auch immer richtig ausgesprochen wird, dieses Genre jetzt wiederbelebt mit Dust. Für schmale 12,99 € bekommt man hier ein Action-Adventurechen, das sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen hat. Hier ist alles mit drin. Ein stimmiges Erfahrungs- und Levelsystem, ein rollenspielgerechtes Levelsystem. Sehr angenehm ist außerdem, hier im Video unschwer zu erkennen, dass der Schwierigkeitsgrad nicht wie bei vielen Brawlern dieser Zeit völlig überzogen wurde. Ich meine, man kennt dieses Phänomen zum Beispiel aus den God of War-Spielen, ja, dass man irgendwie selbst unter dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad auf jedem blöden Monster stundenlang rumprügeln muss, bis es endlich den Löffel abgibt. Das hier ist alles wesentlich flotter und beschwingter. Die Monster geben schnell klein bei, sind schnell zerhackstückelt und dementsprechend stellt sich sehr, sehr schnell, angenehm schnell, die Sorte Suchtentwicklung ein, die man von diesem, ja, von dieser Gattung Spiel eben auch erwartet. Es gibt natürlich passend zum Rollenspiel-Subgenre, das hier mit reinspielt, jede Menge Ausrüstungsstücke, schrullige Händler, die uns gegen klingende Mützen, neue Items, Rüstungen, Waffen-Upgrades etc. pp. Spendieren. Aber das Herzstück des Spiels ist natürlich der knuffige Charakter, der zu Beginn des Spiels absolut überhaupt keine Ahnung hat, wer eigentlich ist oder was er hier eigentlich soll. Er hält sich für ein völlig unbeschriebenes Blatt und möchte zusammen mit seinem sprechenden Schwert und der kleinen fliegenden Ratte, die hier neben ihm unterwegs ist, oder der Fee oder dem Drachenmädel oder was auch immer, möchte er gerne herausfinden, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat. Wer ist das und was hat er eigentlich zu tun? Ganz nebenbei werden Heerscharen aus Hunderten und Tausenden von Monstern verdroschen, ordentlich Erfahrungspunkte gesammelt und die zauberhaft bezeichnete und animierte Fantasywelt erkundet. Keine Frage, hier und da sieht man das natürlich an, dass es von einem einzelnen Mann fabriziert wurde. Ja, also besonders die Hintergrundzeichnungen sind nicht überall unbedingt so geschliffen und so detailliert ausgearbeitet, wie man sich das vielleicht von einem vollwertigen Action-Adventure wünscht. Aber das tut dem Titel keinen Abbruch. Das hat verdammt viel Charme, macht verdammt viel Spaß. Und wer da für 12,99 € nicht zugreift, ist eigentlich selber schuld.